Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir haben das letzte Mal aufgehört damit, dass wir einen kleineren Krieg gegen Chile begonnen haben. Wir hatten eigentlich nicht wirklich viel damit zu tun, dass der Krieg entstanden ist. Chile hat zuerst verweigert, dass wir reinkommen nach Chile, um dort die Rebellen zu bekämpfen, weswegen die Rebellen dann natürlich gewonnen haben. Nona. Avantgardistische Literatur und ich bin der Erste. Yes! Die Avantgarde macht sich neue Ausdrucksformen zunutze und gab den Mitteln eine eigene Bedeutung. Sie machte sich auf, die immer noch stehenden Eckpfeiler der Traditionen zu stürzen und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Einige schlugen Wurzeln, die meisten verkümmerten. Und 25 Prestigepunkte. Für einmal nicht viel. Nein, ich glaube, wir akzeptieren den. Ja, da machen wir wieder das. Gut, wir haben in Ante Vergasta ein paar Leute erledigt. Und wir schicken wieder Baumwolle nach Belgien dieses Mal. Und wir haben einen Wahlkampf. Hurra! Mal schauen, ob die Reaktionären vertrieben werden. Noch. Bevor dieser Krieg zu Ende ist, wäre mir eigentlich gar nicht so recht. Noch eine Schlacht gewonnen. Kammerverschluss, Aufrüstung, was auch immer das ist. Beim Kammerverschluss wird der Waffenbolzen manuell durch das Öffnen und Schließen des Hinterladerlaufes mit Hilfe eines kleinen Hebels betätigt. Das erste Gewehr mit Kammerverschluss wurde 1824 von Johann Nikolaus von Dreise bei seiner Arbeit an Hinterladergewehren hergestellt. Europäische Armeen entwickelten diese Gewehre im späten 19. Jahrhundert, wir sind also etwas spät dran, weiter und ihre Verwendung fand im Ersten Weltkrieg ihren Höhepunkt, als alle kriegsbeteiligten Nationen ihre Truppen mit verschiedenen Entwicklungen dieses Designs ausrüsteten. Wow! Plus 4 Angriff, Infanterie und Garde. Wow, Wahnsinn. Und alle anderen Truppen kriegen auch noch ein Plus 1 oder 0,5 dazu. Ja, unsere Infanterie ist jetzt mittlerweile schon ziemlich mächtig. Allerdings kostet es auch um einiges mehr. Aber das wird uns auch im Krieg gegen Chile etwas beschleunigen. Richtung Süden. Ach, weh.
So ärgerlich. Ist immer das gleiche. Grumble. Fix. Komm ich immer raus. Hat sie ja wohl nicht mehr alle. Doofer Deutscher. So. Was wollen wir? Es ist wirklich schwierig zu sagen. Am liebsten hätte ich die Radikalen. Das habe ich schon mal gesagt, gell? Atheismus wäre deswegen ganz gut. Also sicher nicht Moralismus. Ich überlege gerade, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das alleine will. Ich würde ganz gerne diese Menschen. Boah, nein, da muss ich zu lange warten, bis ich dann Kriegsgrund dazufügen kann. Okay, das nächste Mal, wenn er uns den Frieden anbietet, machen wir es. Nein, wir lassen sicher keine Offiziere verschwinden. Davon haben wir eh schon zu wenig. Juhu, Kufra ist auch eine Kernprovinz mittlerweile. Erdbeben in San Francisco, das ist nicht gut für San Francisco. Na komm schon, bietet uns noch einen Frieden an. Ich nehme ihn auch wirklich an, ich verspreche es euch. Atheismus haben wir gesagt, wollen wir. Na okay, schlagen wir mal den Frieden vor. Ich will ja nicht so sein. Ich muss da echt nicht jetzt stundenlang noch. Ich muss da echt nicht noch stundenlang in seinem Land herumkrabbeln. Nein, das soll es daher gehen.
Bewusstsein. Und dieses Schippernackel geht zurück nach Ruhr. Sehr gut. Oh, ich sehe gerade. Ach ja, laissez-faire für die Radikalen natürlich. Was ist mit euch? Wollt ihr nichts gegen die Typen tun? Unglaublich, alles muss man für sie machen. So, Sachsen, du wirst wieder in meine Sphäre aufgenommen. Puh, die sind aber flott, die Deutschen da. Weil sie da nicht investieren. Schau, schau. So. Wir könnten rein theoretisch da wieder etwas machen. Wir haben jetzt 1906. Wie viele Verbesserungen können wir noch machen? 3, 5 und nochmal 3 sind 8. Und da können wir noch 1, 2, 3, 4 sogar noch machen. Sind 12 und nochmal 3 sind 15. Das Spiel geht noch etwa 30 Jahre. Ja, wir können definitiv noch alle 2 Jahre eine. Was machen wir? Machen wir einen 14-Stunden-Tag? Wieso nicht? Die Fabriken sind nicht mehr ganz so rentabel, aber dafür brauchen die Leute auch weniger Luxusgüter. Hat auch seine Vorteile. So. Gut, hier können wir jetzt auch irgendwo anders hinstellen. Wo stellen wir euch hin? Nach Salzburg vielleicht. Quasi an die Grenze zu Bayern. Brauchen wir noch eine Armee in Europa? 1, 2, 3. Wow. 4, 5. Nö. 5. So. Wahnsinnig, dass es jetzt verbessert worden. 1, 2. Noch eins. Wow, wir haben sehr viel mehr Bevölkerung mittlerweile. Gut, dann wir das auch. Soziale Verstimmung. Kriegsmüdigkeit sinkt dabei. Verhaltensforschung ist auch nicht schlecht. Oder indirekter Artilleriebeschuss oder Armee- und Offiziersmobilisierung, Ausbildung. Machen wir das. Wieso nicht? Hey, die Sozialisten haben gewonnen. Na, schau dir was an. Das sind die Pazifisten, oder? Oh toll. Meine Heer ist gleich auf 103 gesunken. Ich packe es nicht. Ah. Solche Schwammern. Und die Mindeststeuern sind auf 25%. Na super. Dann werden wir zumindest das da weiter aufgeben. Wenn wir schon nicht mehr in Verteidigungs-
Dings investieren dürfen. Ja, an und für sich sind die Sozialdemokraten ja nicht so schlecht. Von der Wirtschaftsform sowieso nicht. Nein. Spricht gegen seine Kundgebung gar nichts, sagen wir mal. Hey, Frankreich mag uns wieder. Versucht uns zu mögen. Jahresberichte, schau an. Noch eine Verbesserung unserer Fabriken. Solche Jahresberichte können allerdings natürlich auch sehr stark nach hinten losgehen. So, unsere Flotten sind jetzt auch wieder stärker. Irgendwohin? Wie schaut denn das aus? Wie viele Flotten haben wir denn? Wie viele Schlachtschiffe kommen denn noch? Ein paar. Na gut. Schauen wir mal, ob wir danach was machen können. Wer ist denn das? Der Jemen? Haben die nicht schon ein Bündnis mit uns? Argentinien wollen auch ein Bündnis mit uns. Naja. Soll sein. Warte mal. Da ist eine Flotte in Sharm el-Sheikh angekommen. Ah. Verstehe. Sammelt auch Schippernakel. Nicht nur Balboa. So. Ja. Beziehungen verbessern. Frankreich hat in uns investiert. Das finde ich gut. Wir investieren in Russland. Bin nicht hundertprozentig sicher, ob das was bringt. Aber hey, Spanien will auch ein Bündnis. Das finde ich gut. Und in Ecuador gibt es schon wieder einen Aufstand. Das kann es ja wohl nicht sein. Das sind 1800 Typen. Die könnte sogar nur mit deinen 3200 erledigen. General. Ist kein guter General. Nö, nö. Yes. Ja, militärisch stinken wir jetzt wieder ab. Und zwar nur 12. militärisch. Ich finde das überhaupt nicht richtig. Obwohl das gar nicht stimmt. Diese Ernennung werden wir hoffentlich nicht mehr so schnell los. Das wäre nämlich echt mies, wenn wir unsere Regierungspartei nicht ernennen könnten, wenn gerade Krieg ist.
Ich glaube, ich werde dieses Mal relativ früh aufhören, weil ich bin jetzt langsam müde. Außerdem höre ich im Hintergrund, wie sie irgendwelche Kinder umbringen. Das ist nicht gut. Ah, der ist abgebrochen worden, bevor er noch hinfahren konnte. Punkte. Ärgerlich. Apropos ärgerlich, wie schaut das bei den anderen aus? Das hatten wir vorhin schon, nicht wahr? Wir wollen das Bewusstsein erhöhen. Das kostet 16 Punkte Kolonialmacht. Warum kostet das andere 890? Wenn ich das gleich gewusst hätte, hätte ich vielleicht anders gearbeitet. Schauen wir so aus. Dann auch erst 8,6% Österreicher. Oh, ich glaube, ich werde wirklich schon müde. Jetzt habe ich das schon wieder verbockt da. Gibt's denn das? Ich glaube 93%, ich glaube. Das nächste Mal könnte ich das hinkriegen. Bis zu den Unteroffizieren, das ist nur noch bis zum August, das passt schon. Oh, warte mal, gut, dass ich da geschaut habe. Ach wie, und noch ein zweites. Ja, vielleicht sollten wir da auch zumindest ein wenig investieren. Ich glaube zwar nicht, dass wir das Wallonien halten können. Aber wer weiß, versuchen können wir es ja mal. Äthiopien ist vertraut, sehr gut. Na gut, Herrschaften, also nein, wir haben gesagt, bis zu den Armee-Unteroffizieren machen wir weiter. Also bis Anfang August. Ja. Kolonialarmee kommt auch langsam.
Gut, machen wir als nächstes Kultur. Ja, Verhaltensforschung. So, und ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Victoria 2. Bis dann. Ciao, ciao.